Ja, das heißt, wir können jemanden wiederbeleben und ich würde sagen, der. Immer nach vorne schauen. Dann fehlt uns ja nur noch jemand. Oh ja. Ist das hell hier? Meine Damen, bitte seid doch so gut und löscht diese Kerzen, ja? Kerzen? Sie meinen die Sonne? Schon im Augenblick meiner Wiederbelebung sah ich mich mit einem recht schlichten Individuum konfrontiert, das der Auffassung war, man könne das Licht der Sonne löschen. Das sind gewiss Ihre berühmten Memoiren, die Sie da schreiben, Pinkes von Presswald, Quartiermeister dieser verfluchten Reise. Ah, dann kennt sie sich doch ein wenig aus. Wer ist sie dann, wenn keine sträflich nachlässige Dienstmagd? Ephia Manicato, Navigatorin und Beraterin bei dieser so ereignisreichen Schatzsuche. Eine Navigatorin, wie? Mir war gar nicht bekannt, dass wir eine brauchen. Bis heute weiß ich nicht so recht, was sie uns eigentlich bringen sollen, Quartiermeister. Möchten Sie uns vielleicht eine Kostprobe auf dem Trainingsdeck geben? Ich werde gewiss niemanden um eine Demonstration meiner Brillanz prellen. Oh, dann ist ja nur noch, glaubst du, dann der Schatzmeister. So, drei. Dreimal noch etwas. Hallo? Ihr habt noch Sound, oder? Warte mal, ich mach mal Strom auf die Kopfhörer. Ein neues Kapitel. Ich höre gar nichts. Spiel? Also in-game soll Sound haben, aber. Warte mal. So, kommt's jetzt? Okay, keine Ahnung, was jetzt los ist mit meinen Kopfhörern. So, dann, was hat der da, das gute Seelenstöbern? Übernimm eine Wache und verstecke ihren Körper. Gut. Mein Tabak wurde mir schon schal. Pinkus kann die Seelen eines Gegners in Besitz nehmen. Er versetzt sich in dessen Körper und kann sich so innerhalb eines begrenzten Radius unbemerkt durch feindliche Gebiete bewegen. Das ist sehr nice. Und jetzt wahrscheinlich hier die das aufnehmen, hier durch. Wähle den Skill Seelenstöber und greif die Wache vor dir an. Danach bekommt Pikus neue Skills. Ich werde den letzten Atemzug meines. Oh, gut! Da ist ein ansehnliches Buffet für mich bereit. Kosten wir doch mal von diesen imaginierten Seelen. Nahkampfkill. Und da wahrscheinlich weiter. Schon irgendwie auffällig. Pikus kann ohne sein Upgrade nicht die Kontrolle über stärkere Gegner übernehmen. Doch solange er sich in jemandem anderen verbirgt, kommt er sogar an stärksten Gegner wie Prokosikiare vorbei. Das ist nice. Hat Pikus die Kontrolle über jemanden übernommen, ist sein Bewegungsradius begrenzt. Doch du kannst Seelenstöbern erneut bei einem anderen Ziel einsetzen, um Pikus den Körper wechseln zu lassen.
So wird sein Bewegungsradius an seiner aktuellen Position wieder zurückgesetzt. Beachte, dass andere Wachen dies als feindseligen Akt betrachten und Alarm schlagen, wenn sie dich dabei erwischen. Knapp, aber es geht. Mit Hilfe des Skills Konversation kann Picus andere Wachen ansprechen und vorübergehend ablenken. Dieser Skill ist nur verfügbar, wenn Picus bereits eine Wache kontrolliert. Gewiss möchte doch jemand eine kleine Verzeihung. Wo mag denn wohl der nächste Teich zum Löschen meiner Flamme sein? Heb an! So. Dann dürfte das ja eigentlich... So. Ein geisterhaftes Vergnügen. Dann mal bis hier. Speicher nicht vergessen. Tod. Und eingeprägt. Uiuiui. So. So richtig, das von ist Quatsch. Diesen. Aber seltsam, dass ich nichts mehr höre. Wenn er eine Wache in seiner Gewalt hat, kann Picus immer noch mit Objekten interagieren. Nutz das zu deinem Vorteil und lass Picus die Kanone abfeuern. Vergiss nicht, dass manche Aktionen trotz deiner Tarnung andere Wachen verdächtig erscheinen können. Ein anderes Paar Augen sollte mir helfen. Das wäre keine Herausforderung. Ich muss schon sagen, Marley, diese Interpretation der Seelen von Eiferern... Aber das ist ja auch zu schön. Ich werde Ihre Rückmeldung berücksichtigen. So, dann haben wir das. Dann können wir mal bis hier hin. Schon genial. Erstmal verlassen. Die Welt mit anderen Augen sehen. So, wenn Picus eine Wache in seiner Gewalt hat und Alarm wird ausgelöst, verliert er vorübergehend die Kontrolle über jene Wache. Du kannst warten, bis der Alarm wieder beendet wird oder die Seele verlassen und Picus den Körper sofort freigeben lassen. Okay. Achtung, wenn ich deiner habhaft werde, gibt es nichts, das ich nicht zu tun geloben kann. Versuch dich zu verstecken, ich habe keine volle Kontrolle. Ja. Ich kann mich nicht mehr zurückhalten. Den Schlüssel haben. Verbirg dich, also, wenn du kannst. Warten wir einmal. Das kann nicht richtig sein. So. Ich kann dir versichern, das war für mich nicht minder desavouierend. Lass mich raten. Vermutlich das kann eine nur schlechte in der eigenen Gestalt. So. Und tschüss. So. Guter Tobak. Guter Tobak. Picus zieht es vor, andere die Arbeit für sich erledigen zu lassen. Deswegen übernimmt er so gerne andere menschliche Wesen mit seiner Seelenstöbern. Solange er einen anderen Körper in seiner Gewalt hat, bleibt er verborgen, wodurch er leicht an schwer bewachte Orte gelangen kann. Das finde ich sehr, sehr geil. Und jetzt noch Münzen. Wie sie dann mal schauen.
Wähle den Skill Münze und ziele auf die auf eine Stelle hinter der Wache, damit er sich umdreht. Ich brauche eine einzige Münze, würde keinen Edelmann aus seinem Herrensitz locken. Doch die Eiferer hingegen. Und reingesaugt. So, dann von einem in den nächsten. So. Jetzt hier. Picos kann seinen Skill Münze auch einsetzen, wenn er bereits eine Wache kontrolliert. Tauche einfach den Skill Konversation aus und verwende den Skill Münze, um die Gruppe von Wachen abzulenken. So, Konversation, switchen auf Münze. Ah, so. Okay. So. Ja, wunderbar. Diese Münzen sollten lieber nicht aus unserer Schatzkammer stammen, Quartiermeister. Nun, die Verwaltung unserer Finanzen ist eine meiner zahlreichen Pflichten. Und dann... Der Großteil meiner Ausgaben ist vollkommen legaler Natur. Nichts, das ich mir nicht leisten könnte. Ja, sehr schön. Jetzt noch die Herausforderung und dann ist für heute, denke ich, genug der Dinge. Aber ich verstehe es nicht, weshalb. Adel verpflichtet. Zeit ist ungewiss hier. Ich weiß jetzt nicht, irgendwie Saft weg auf dem Headset. Deshalb kommt jetzt gerade nichts. Ich spüre, warte mal. Dass sich Ungewissheit nähert. Jetzt müsste doch. Ja. Warte mal kurz. Battery wird gecharged. Dauert jetzt vielleicht einen Moment, bis ich dann wieder Ton habe. Aber in dem Augenblick kann ich ja immer noch das Spiel für euch spielen. Also, dieser Raum erwartet dich eine zusätzliche Herausforderung, bei der du all deine Skills zusammen einsetzen musst, um das Ende zu erleben. Wenn du dich dieser Herausforderung noch nicht gewachsen siehst, schau einfach später noch einmal vorbei. Ja dann. Guter Tobak. Stöbern wir mal. Wir haben die Mittagszeit schon hinter uns gelassen. Erledigen wir also diese banalen Prüfungen. Und zwar flink. Kannst du es wagen? Das laden wir nochmals. So. Guter Tobak. Gut, das wissen wir ja schon. Die Maid öffnet den Weg. So, wie ist hier? Also, hier. Wir haben die Mittagszeit schon hinter uns gelassen. Erledigen wir also diese banalen Prüfungen. Und zwar flink. Ich werde den letzten Atemzug meines Opfers. Was? Ich hab doch... Ich schätze das Aroma. Ja. Meine Seele ist dieser Pflicht müde. So. Wir haben die Mittagszeit schon hinter uns gelassen. Erledigen wir also diese banalen Prüfungen. Und zwar flink. Ich brauche einen neuen Rock. Die Inquisitorin bleibt unerbittlich. So. Wie wir alle.
spüre, dass sich Ungewissheit nähert. Warte mal, Münze. Ja? Ich hatte eine Vision. Sie ergibt für mich keinen Sinn. Eine Beichtschwester auf. Schön ruhig, Bär. Also. Ich schneide dich los. Wer war? Diese Seele wird schon bald nach ihrem Gusto. Das wäre keine Herausforderung. Als würde man einen Wein kosten. So. Wer auch immer dir das angetan hat, muss noch in der Nähe sein. Maid, mein Kopf. Oder ist er zu stark? Kann er auch sein, zu stark. Das Urteil erwartet dich, Kreatur. Die Finsternis wird dir nicht ewig Schutz bieten. Ich komme auf Geheiß der Mai. Wir hätten dieses Unglück niederbringen sollen. So gut das laden wir nochmals. Erledigen wir also diese banalen Prüfungen. Mit der Münze. Ich kann dein Schicksal geschrieben sehen. Gut. Ein Tabak wurde mir dann schon geschlagen. Hier. Zeit ist ungewiss hier. Dann. Stimmt. Mit dem. Welch seltsames Geräusch. Nun, also... Ich hatte eine... Obacht! Die Instinkte des Wirts übernehmen! Ah, stimmt. Ich muss, verlassen. Rechne. Muss ihn gar nicht verlassen. Ich versuch dich zu verstecken. Ich habe keine volle ist denn Kontrolle. Nicht, Das Feuer lechzt nach deiner Vermalung. Oh, dieses verwendete Feuer! Ich muss dich zur Strecke bringen! Ah, da ist so alles, da dran muss ich vorbei. Ich kann mich nicht mehr zurückhalten! Verbirg dich, wenn du kannst! Das liegt jenseits meiner Reichweite. Achtung, wenn ich deine habhaft werde, gibt es nichts, das ich nicht zu tun geloben kann. Berichtige! Die Schatten sind offenbar habe ich mich für einen Moment dort verloren. So. So, der schaut jetzt da einfach ein wenig herum. Ungewiss hier. Sobald er darüber geht, machen wir da mal. So. So. Kannst du das spüren? Dann, dass ich darüber komme. Einmal verlassen. So richtig, das ist qualmt. Genau. Speichern. Marley, wie sie leibt und lebt. Kannst du das spüren? Ich konzentriere mich lieber auf meine Pflichten. Jetzt muss ich mal schauen, wo der sich dann genau hinstellt. Ich hoffe natürlich in die Schusslinie. Mich dürstet. Hast du Wasser für mich? Niemand kann klingender Münze widerstehen. Ändern wir unsere Sichtweise. Kann ich nicht, ich muss den. Ein bisschen Kleingeld. Okay, dann muss ich die... Sobald er oben ist, den ablenken und dann den einsacken. Die Inquisitorin bleibt unergründlich. Sie folgt dem großen Ganzen, wie wir alle. Ja, das dürfte gehen. Jetzt geht der wieder nach oben, ganz genau. Ich spüre. Ich brauche eher einen neuen Rock. Artiger Laut. Mir geht's prima. Ist
es dort? Nichts, das ich mir nicht leisten könnte. So. Jetzt warten wir natürlich, bis der Prokostizia wieder hier oben ist. Und dann gibt es einmal eine Feuersalbe. Das passt mir dann soweit. So. Die Inquisitor. Was haben wir denn da? Da stimmt doch was nicht. Ich habe meine Pflichten. Möge die Maid diesen Fehler vergeben. Den Schlüssel holen. So. Dann den umlegen. Und dann dürfte das gewesen sein. Oh ja. So. Verlassen. Wie Sie wünschen. Und dann sind wir eigentlich auch schon mit der Herausforderung fertig. Also wunderbar. Vermutlich eine schlechte Wahl. Ja, das hat mir Freude gemacht. So, Herausforderung abgeschlossen. Sie haben Ihren Wert für uns unter Beweis gestellt, Quartiermeister. Kehren Sie nun in Ihre Kabine zurück und gehen Sie Ihrem Tagwerk nach. Ja, wunderbar. Ein Crewmitglied mehr. Yippie, yippie, aye. 7, dann ist nur noch eine. Eine einzige und dann passt das. Aber das, liebe Freunde, alles beim nächsten Mal. Legen wir los, ja? Und da werden wir dann mit dem reden, werden nochmals Perle und Seele holen für den und dann schauen wir, was mit der Geschichte noch alles ist. Ja, habe mich wunderbar sehr gefreut. Ich sag auf Wiedersehen und gerne Abo und Däumchen. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Let's Play Shadow Gambit, der Cursed Crew. Und habt eine ganz tolle Woche. Tschüss.